Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kollegen, der gerade aus Marokko zurückgekehrt war. Dort gibt es nur wenige Gemeinden. Er erzählte, ich habe einen Mann getroffen, der in einem wirklich schönen Teil von Marokko arbeitete. Und als ich ihm zuhörte, war ich hin und her gerissen. Die Art, wie er über die Menschen spricht, er könnte ein Christ sein, ein Nachfolger von Jesus Christus. Dann nahm ich ihn beiseite und fragte ihn, kann ich Ihnen eine persönliche Frage stellen, sind Sie Christ? Und die Person sagte, ja, aber warum fragen Sie? Und er sagte, das dachte ich mir schon, ich bin ein Christ aus den USA. Und dann meinte der Marokkaner, ja, ich bin Christ. Vor vielen Jahren kamen Leute aus den USA in mein Dorf und drehten hier einen Film, Jesus von Nazareth. Sie brauchten Leute, die in dem Film mitspielen, und viele meiner Verwandten haben in dem Film mitgespielt, ein paar meiner Onkel und Neffen. Und später, als der Film fertig war, haben wir online nach diesem Film gesucht, nur um uns selbst zu sehen. Viele von uns haben diesen Film immer wieder angeschaut und versucht herauszufinden, wer und wo unsere Verwandten sind. Und dann traf mich der Inhalt des Films, nachdem ich ihn ein paar Mal sah. Diese Person sprach wirklich zu mir, und ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Und ich wurde heimlich Christ hier in Marokko. Mein Kollege traf noch einen anderen Christen in Marokko. Er erzählte, als ich ein Kind war, habe ich Briefmarken gesammelt. Es war nicht einfach, neue Briefmarken zu bekommen. Und eines Tages hörte ich eine Radiosendung aus Spanien, und sie sagten Folgendes. Wenn Sie Materialien von uns bekommen möchten, dann schreiben Sie uns und wir schicken Ihnen ein Paket. Mir ging es gar nicht um den Inhalt, sondern um das Paket. Denn ein Paket bedeutete Briefmarken aus Spanien. Er schrieb also einen Brief und bekam ein Paket. Das tat er in seinen Kleiderschrank und die Briefmarken hat er behalten. Er war glücklich mit den Briefmarken. Ein paar Jahre vergingen. Und dann kam eines Tages seine Mutter zu ihm und sagte, du musst dich um deinen Bruder kümmern. Ich glaube, er ist krank. Ich kann nicht mit ihm darüber reden. Ich sagte, was meinst du damit, Mutter? Dein Bruder verbringt sehr viel Zeit auf der Toilette und du bist auch ein Mann. Könntest du mit deinem Bruder reden? Das nächste Mal, als sein Bruder viel Zeit auf der Toilette verbrachte, klopfte er an die Tür. Er fragte, was ist los? Und dann flüsterte sein Bruder, ich lese etwas aus deinem Paket. Wie meinst du das? Du weißt schon, dein Päckchen. Ich weiß nicht, was du meinst. Das Päckchen aus deinem Kleiderschrank. Wovon redest du? Und dann öffnete sein Bruder die Tür und zeigte, was in dem Päckchen war. Es war ein Neues Testament und der Bruder war Christ geworden, nachdem er das Paket entdeckt hatte und das Neue Testament las. Das waren zwei Geschichten aus Marokko. Aber es gibt noch viel mehr Geschichten, zum Beispiel aus Algerien, dem Nachbarland. Dort ist auch Erstaunliches passiert. Ich sprach mit einem unserer Kuriere, der Bibeln dorthin gebracht hatte und sicher zurückgekehrt war. Ich fragte ihn, ob er sich dort mit Christen treffen konnte. Er sagte, ja, einmal. Das werde ich nie vergessen. Ich konnte einer kleinen Gruppe von Christen im Untergrund eine Bibel bringen. Ich redete mit einem Christen. Er erzählte, ich war einmal ein Muslim und ich war verzweifelt. Ich war arbeitslos, ich hatte kein Geld mehr. Ich lief eine Straße entlang und hatte gehört, dass Jesus, Isa, Wunder tun kann. Also habe ich einfach auf der Straße gebetet. Ich sagte, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, ich brauche einen Job, bitte hilf mir. Dann bin ich weitergelaufen und habe versucht, die Straße zu überqueren und piep, piep, da hupte ein Auto. Also hielt ich an. Ich sah die Fahrerin des Autos an. Es war eine Frau, sie öffnete das Fenster und fragte mich, brauchen Sie Arbeit? Ich habe einen Job für Sie. Das passierte nur Sekunden, nachdem ich gebetet hatte. Und dann wurde mir klar, dass Jesus real ist. Ich kann aus Zeitgründen nicht noch mehr erzählen, aber viele Leute haben nun mitbekommen, dass Jesus in Algerien wirkt, besonders unter den Berbern und den Minderheiten in den Bergregionen. Ich war wirklich ermutigt, als ich mit einigen Kollegen sprach, die eine geheime Jüngerschaftsschulung für Leiter von Untergrundhauskirchen in Algerien organisiert haben. Sie trafen sich an einem geheimen Ort. Es war etwas Besonderes für sie, mit anderen Christen reden zu können. Sie stellten sich vor und erzählten, woher sie kamen und wie es ihren Hauskreisen ging. Als der Erste anfing, sagte er, mir geht es eigentlich ganz gut, weil wir ein paar neue Gemeindemitglieder haben.
Es ist erstaunlich, sie sind arabischer Herkunft und der Grund, warum sie in unsere Gemeinde gekommen sind, ist, dass sie bereits Christen waren. Sie haben nämlich jemanden getroffen. Es ist wirklich seltsam, sie sind der Person in einem Traum begegnet. Es war ein Mann in Weiß, der sie aufforderte, ihm zu folgen. Er sagte, er sei Jesus Christus. Dann begann ein zweiter Leiter zu sprechen. Ein anderer Gemeindeleiter aus einer ganz anderen Gegend von Algerien. Es war eine ähnliche Geschichte. Neue Leute kamen in seine Gemeinde, die auch einen Mann in Weiß getroffen haben. Der dritte Leiter erzählte das auch. Sie fanden heraus, dass sie alle neue Mitglieder hatten, weil diese eine besondere Begegnung mit dem Mann in Weiß hatten. Gott tut etwas Neues in der Maghreb-Region. Überall in dieser Region finden Menschen zu Christus. Das einzige Land im Maghreb, in dem es bis vor kurzem tatsächlich viele offene Kirchen gab, war Algerien. Aber leider hat die algerische Regierung die meisten dieser Kirchen geschlossen und die Menschen sind gezwungen, sich auch dort wieder im Verborgenen zu treffen. Die Ablehnung gegen Christen ist überall im Maghreb sehr stark. Ich erinnere mich zum Beispiel an Treffen mit einer Reihe von Christen aus Libyen. Eines war ziemlich beeindruckend. Es war mit einem 50-jährigen Bruder. Die Leute hatten entdeckt, dass er Christ geworden ist. Er wurde angezeigt und von der Polizei verhaftet. Er wurde zum Verhör hereingerufen, ein kleiner Raum, zwei Polizisten, ein riesiger, sehr aggressiver Hund. Der Polizist schaute ihn an. Er sagte, sag mir, bist du Muslim oder Christ? Der Mann bemerkte den Hund und ihm wurde klar, wenn ich Christ antworte, dann werden sie den Hund auf mich loslassen. Er hatte Angst. Also versuchte er, eine Antwort zu vermeiden und sagte, ich folge Jesus. Damit war der Polizist aber nicht zufrieden. Sag mir die Wahrheit, bist du Muslim oder Christ? Er wiederholte, ich folge Jesus. Da wurde der Polizist wütend auf ihn und ließ den Hund auf ihn los. Aber der Hund griff ihn nicht an. Er hat ihn nicht gebissen. Der Polizist wurde wütend auf den Hund. Fass! 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 Der Hund hat sich immer noch nicht bewegt. Und dann wurde der Polizist wirklich wütend und fing an, den Hund zu schlagen. Da griff der Hund den Polizisten an. Es wurde eine sehr unangenehme Situation für die Polizisten. Der andere Polizist schaute den Christen an. Du gehst jetzt und halte bloß den Mund. So entkam er der Situation. Länder wie Angola, Mosambik und Äthiopien waren kommunistisch. Zu der Zeit haben wir in Äthiopien viel im Untergrund gearbeitet, vor allem Bibeln geschmuggelt. Aber dann kam das Ende des Kommunismus in Äthiopien. Es gab eine neue Regierung und Freiheit. Wir konnten im Grunde unsere Arbeit dort beenden. Aber gleichzeitig gab es immer noch einen großen Mangel an Bibeln. Also haben wir uns mit einer Reihe von Bibelvertrieben zusammengetan. Wir haben in den frühen 90er Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, um 1 Million Bibeln in Äthiopien zu verteilen. Am meisten hat mich die Tatsache beeindruckt, dass dort Erweckung stattfand. Ich bin noch nie in einem afrikanischen Land inmitten einer Erweckung gewesen. Es war alles neu. Du musst dir vorstellen, in deinem Hotelzimmer zu sitzen und nach draußen zu schauen. Es ist zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags und die Leute kommen von ihrer Arbeit nach Hause. Aber weil es eine Erweckungszeit war, gingen die Leute nicht direkt nach Hause. In dieser besonderen Zeit gingen sie zuerst in die Kirche. Man konnte den Gesang aus verschiedenen Teilen der Stadt hören, wo sich die Leute in den Gemeinden trafen, und erst dann gingen sie nach Hause. Eine neue Bibellieferung erreichte die Hauptstadt. Die Polizei musste gerufen werden, damit sie die Straße absperren, in der sich das Büro der Bibelgesellschaft befand, weil so viele Menschen zum Büro strömten. Der Verkehr staute sich komplett, weil jeder eine Bibel haben wollte. Und die Leute gaben sich große Mühe, ihre eigene zu bekommen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Bruder, der von weit her gekommen war. Er war 2 Tage durch den Busch gelaufen und ist einen ganzen Tag lang Bus gefahren, um nach Addis Abeba zu gelangen und eine Bibel zu bekommen. Er war wirklich arm. Er konnte sich keine Schuhe leisten. Er kam barfuß. Aber das war seine Chance, um endlich eine Bibel zu bekommen. Das war vor 25 Jahren, jetzt ist es anders. Es gibt viele Christen, aber auch viele Muslime und einige von ihnen radikalisieren sich. Kirchen müssen in muslimisch dominierten Gebieten höhere Steuern zahlen. Und was noch schlimmer ist, es gibt Regionen um Äthiopien herum,
vor allem im benachbarten Somalia, wo es viele Dschihadisten gibt, die auch in Teile Äthiopiens eingedrungen sind und den Christen dort eine Menge Ärger bereiten. Wendet sich ein Somalier vom Islam ab, bedeutet das für die Familie oft den Verrat an der Familientradition. Damit kommt ein Christ in große Lebensgefahr. Die extremistische Gruppe Al-Shabaab kontrolliert besonders den Süden Somalias. Wer vom Islam abfällt, hat mit Strafen wie Auspeitschung oder sogar den Tod zu fürchten. Somalische Christen halten sich versteckt oder fliehen. Hedi aus Paraguay hat mit verfolgten somalischen Christen zusammengewohnt. Als Hedi die somalische Sprache kann, zieht sie in ein Nachbarland. Sie öffnet ihr Haus für junge somalische Christen, mit denen sie zusammenwohnt. Wir hatten so ein normales Haus mit dann noch Räumen hinter dem Haus. In Gefahrsituationen konnten sich die verfolgten Christen bei mir im Haus verstecken. Ein Mädchen kam zu uns aus einem Nachbarland, weil sie Jesus kennengelernt hat. Sie war Muslimin, wie ihre ganze Familie, und war aber auf der Suche. Sie hörte und sah plötzlich vor sich, vor ihren Augen, den Satz: Ich bin das Brot des Lebens. Weil das der Satz immer und immer vor ihren Augen war, tagelang, ist sie zu einem katholischen Priester gegangen und hat ihn gefragt. Und der Priester hat ihr die Bibel gezeigt, und in der Bibel steht, dass Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens. Und sie hat sich erschrocken, sagt: Oh nein, mit der Bibel will sie nichts zu tun haben, und die rührt sie auch nicht an, und ist nach Hause. Und der Satz ist ihr aber weiterverfolgt, bis sie schließlich durch verschiedene Situationen doch zu der Entscheidung kommt, dass sie Jesus als das Brot des Lebens, als der, der ihren Hunger und ihre Leere füllt und sie sättigt, hat sie ihn aufgenommen. Dafür wurde sie aber sofort, nachdem ihre Familie dann christliche Schriften bei ihr im Bett unter der Matratze entdeckt hat, hat man versucht, sie zu vergiften mit dem Essen. Und sie hat aber vor dem Essen Gott gedankt fürs Essen, und es hat ihr nichts angetan. Und einmal hat der Bruder versucht, mit einem Messer sie zu erstechen. Und sie überlebte es noch einmal wieder. Und dann schließlich wurde sie in einem Hinterzimmer über lange, lange Zeit eingeschlossen. Und in die Tage hinein kam der Präsident des Landes in ihre Stadt, und alle liefen auf zum Flughafen, um den Präsident zu sehen. Auf alle Fälle lief auch die ganze Familie hin, und sie schaffte es, freizukommen. Als sie dann zu uns ins Haus kam und wir dann da manchmal 7, manchmal auch mehr Gläubige waren, und der Lobpreis und die Freude, da hat sie gedacht: Was? Ich dachte, ich bin die Einzige. Ich wusste nie, dass es noch andere Gläubige gibt aus meinem Volk. Sie war so überwältigt davon, endlich nicht mehr allein zu sein. Und dann kam der Zeitpunkt, wo sie sagte: Und jetzt muss ich nach Hause. Und alle haben gesagt: Aber nein, bitte nicht, die verfolgen dich dort zu Hause. Sagt, was ich hier erlebt habe. Erstens, ich bin nicht mehr allein. Zweitens, ich bin geliebt. Ich habe einen Gott, der so voller Liebe ist. Ich kann hier nicht einfach vor mich hin leben und glücklich sein. Sie müssen das Glück auch kennenlernen. Und sie ist losgezogen. Total, total mutig. Sie war in die Politik im Sudan seit vielen Jahren. Und auch einflussreich in die Gesellschaft. Und darum habe ich eine sehr, sehr strenge islamische Erziehung bekommen, als ich noch klein Kind war. Ja. Es fing an eigentlich, als ich noch klein war. Als ich 8 Jahre alt war, hat mein Vater mich in eine Koranschule gebracht. Und diese Koranschule heißt Khalwa, wo man dort den Koran auswendig lernen muss. Mhm. Ich war dort 2 Jahre lang, von 8 bis 10. Und das hat einfach meine Ansichten sozusagen total radikalisiert und verändert. Und ich habe verstanden, dass ich will etwas für Gott tun. Mhm. Und wenn
die Ungläubigen zu hassen, ist, dass wenn das Gott gefällt, mache ich das auch. Und von daher, ich war voller Hass gegenüber anderen Menschen, die nicht Muslimen sind oder nicht die Einsicht waren, wie ich sozusagen an Gott gedacht habe. Bei uns haben die Christen sind vom Südsudan und wir sind von Kind her aufgewachsen mit diesen Gedanken, dass sie ungläubig sind. Wir haben einen Bürgerkrieg im Sudan gehabt. Millionen von Menschen mussten im Südsudan sterben, nur weil sie den Islam abgelehnt haben. Und diese Menschen waren für mich damals, sie haben kein Recht zu leben, bis sie Muslimen werden. Und auch wir haben Menschen mobilisiert, nach Südsudan zu gehen, gegen die Christen, gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Und dazu, aber diese Hinsichten für mich sind auch konkret geworden, als ich noch in die Schule war, in Highschool war. Da habe ich einen Christ, der neben mir saß, und ich habe ihn auch gehasst, nur weil er Christ war. Er war der Nette, bei uns in der Klasse, er war klug, er war sehr höflich. Und damals konnte ich nicht begreifen, wie kann ein ungläubiger Mensch so nett und so klug sein. Und das hat mich auch innerlich aufgeregt. Und dieser Christ hieß Zachariah. Ich habe ihn immer beleidigt und ich habe einfach gewartet, dass er zurück mich beleidigt, damit ich einfach einen Grund finde, ihn zu eliminieren. Aber er hat das Gegenteil gemacht. Und so durch diese Studentenunion dort, ich habe einfach die anderen Menschen gegen ihn mobilisiert und gesagt, er war der einzige Christ bei uns in der Schule. Er saß neben mir und alle Probleme, die in der Schule passierten, er war eigentlich zuständig dafür von unserer Seite. Wir beschuldigten ihn für jede Kleinigkeit. Und, und mein Fanatismus gegenüber ihm ist nicht nur verbal geblieben, sondern auch einmal habe ich geplant, mit Freunden von mir ihn umzubringen, weil er Christ war. Und fünf von uns sind in einem Baum geklettert. Wir haben gewartet, bis er in der Nacht unter diesem Baum lief. Wir sind auf ihm runtergesprungen und wir haben ihn fast zu Tode geschlagen. Wir haben sein Bein gebrochen, seinen Arm gebrochen. Und wir haben ihn dort in diesem Wald liegen lassen, zwischen Leben und Tod. Und Zachariah kam nie wieder zurück in die Schule. Und damals habe ich gedacht, ich habe etwas Gutes vor Gott getan. Und dadurch habe ich auch mein Hass nicht nur zum Ausdrücken gebracht, sondern ich habe mich wie ein Held gefühlt, jemand, der die Wille Allahs sozusagen leben kann oder führen kann. Ich muss sagen, ich habe noch nie Beziehungen zu Christen gehabt. Ich war noch nie in einer Gemeinde, ich habe noch nie die Bibel gelesen und trotzdem dachte ich, dass ich Bescheid weiß über die Bibel, dass die Bibel wurde verfälscht und alle Christen, wenn sie sterben, gehen in die Hölle und so und sie ungläubig und so weiter und so fort. So alles, was ich vom Christentum gewusst habe, war nicht nur falsch, sondern hat eigentlich keine Beweise und wird nicht begründet. Und bis eines Tages etwas passiert, dass mein Onkel, der auch ein führender Kopf im Sudan war, der auch aktiv war, viele Christen zum Islam gebracht hat und so weiter und so fort, er ist Christ geworden. Und das hat mich nicht nur schockiert, sondern die ganze Familie schockiert. Ja. Ich habe meinen Onkel geliebt, weil ich mit ihm in einer sehr, sehr engen Beziehung war. Er hat mich in vielen Sachen beeinflusst positiv. Und in dieser Hinsicht auch würde ich sagen, ich habe eine sehr, sehr gute Familie gehabt. Die haben mich viele gute Sachen beigebracht, und besonders mein Onkel. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass jetzt verloren geht. Alles Christ, und ich wusste oder dachte, wenn er stirbt, alles Christ, dann geht er in die Hölle. Und deswegen wollte ich diese Frage beantworten, wer Jesus Christus wirklich ist, um ihn zurück zum Islam zu bringen. Ja. Er wurde verfolgt, er war im Gefängnis, seine Frau wurde von ihm getrennt, hat die Todesstrafe bekommen. Aber alles, in allem, was es ihm passierte, er war fest im Glauben. Ich habe keine Bibel gehabt, deswegen las ich im Koran. Was sagt der Koran über Jesus? Und ich war total überrascht, wie positiv der Koran über Jesus Christus redet. Und übrigens, jeder Muslim muss an Jesus Christus glauben. Allerdings, wie glaubt ein Muslim an Jesus Christus? Es ist nur ein Prophet, der gekommen ist, das Wort Gottes. Der Einzige, der ohne Sünde ist im Islam, ist Jesus Christus.
Maria, die Mutter Jesu Christi, sie ist die einzige Frau, die im Koran mit Namen vorkommt. Und es gibt eine ganze Sura, Surat Maryam, trägt ihren Namen. So, der Koran erweist eine große Ehre für Jesus Christus. Durch die Geschichte meines Onkels, ich fing diese Frage neu zu stellen, wer ist dieser Jesus, der mein Onkel nachfolgt? Für mich vorher war nur Jesus, der Prophet ist. Aber ich wollte einfach konkrete Argumente wiederfinden, um zu ihm zu gehen und sagen, hey, im Islam haben wir eigentlich einen besseren Halt. Alles das Leben, was du jetzt gesucht hast. Ich meine, vor dieser Geschichte, ich habe viele Fragen gehabt. Ich bin in der Moschee gegangen und ich habe den Imame gefragt, wer ist Jesus? Und sie würden mir zu mir sagen, die Bibel wurde verfälscht und die Christen seien ungläubig. Diese Information, die ich auch seit vielen Jahren kenne. Und übrigens, viele Muslime, die ich heute begegne, haben dieselben Argumente. Ja. Die Bibel wurde verfälscht, obwohl keiner das beweisen kann. Dass die Christen in die Hölle gehen, obwohl keiner weiß, warum. So, ich bin in die Moschee gegangen und ich habe diese Fragen dort gestellt. Ich habe keine Antwort bekommen. Und dann kam ich in eine Zeit, wo ich mich direkt an Gott gewendet habe. Ich habe zu Gott gesagt, zum ersten Mal, wer bist du und wo bist du eigentlich? Und da habe ich Gott wirklich gesucht. Und eines Tages war ich im Krankenhaus. Ich habe den Sohn meines Onkels begleitet. Er war todkrank, er war im Koma. 4 Wochen lang hat er nicht gesprochen. Was hatte der? Hatte der einen Unfall? Oder? Nee, er hat einfach ein Fieber, eine Art von Fieber gehabt. Und die sozusagen irgendetwas in seinem Kopf gemacht hat. Und er war einfach bewusstlos. Ja. Und dann? Und ich saß dort im Krankenhaus und ich habe gewartet, bis er stirbt. Und dann kamen die 2 Christen, die von einem ägyptischen Hintergrund, ich habe sie gesehen, ich wusste, dass sie Christen sind, weil bei uns im Sudan die Christen entweder vom Südsudan oder von Ägypten. Ich habe sie gesehen und ich wusste, dass sie Christen sind. Und ich habe sie gehasst und ich wollte sie nicht reinlassen. Aber diese 2 Christen kamen rein und eine von denen hat zu mir gesagt, sie haben meinen Onkel im Gefängnis besucht. Und das hat mich sehr berührt. Und dann habe ich sie einfach reingelassen und ich sagte, was wollen Sie hier? Und dann eine von denen sagte zu mir, wir wollen für dieses Kind beten. Und das für mich war nicht nur unverständlich, sondern ich konnte das nicht einordnen. Ein Christ, ein ungläubiger Mensch, der meiner Meinung nach nicht Gott kennt, kommt und will beten. Und für was? Für ein Kind, der ihn nicht kannte. Weil Wunder oder dass jemand für kranke Menschen im Islam zu beten, das habe ich noch nie erlebt. Das gab es nicht. Ja. Und nur aus Höflichkeit. Ich habe es ihm gesagt, ja, Sie können beten. Innerlich wollte ich das nicht. Und dieses Gebet hat mich innerlich berührt. Dass jemand kommt und redet mit Gott so konkret, als er ihn persönlich kannte. Ich habe das noch nie in meinem Leben erfahren. Dass jemand mit Leidenschaft so Gott kommt und bittet und sagt zu ihm, tu etwas. Siehst du nicht dieses Kind? Und innerlich habe ich das beobachtet, diese Menschen, die ich gehasst habe, diese Menschen, die nicht zu meiner Familie gehören, diese Menschen, die ich gedacht habe, die kennen Gott nicht. Und so mit normalen Worten reden zu Gott. Und was bewirkte das Gebet? Ja, als sie Amen gesagt haben, der gebetet hat, hieß Nabil. Als er Amen gesagt hat, dieses Kind öffnete seine Augen zum ersten Mal in 4 Wochen. Zum ersten Mal öffnete er seine Augen und dann ist er aufgestanden von seinem Bett und fing einfach diese Kabel von seinem Hand sozusagen zu entfernen. Und da war ich sprachlos. Ich wusste dort, der Allah, der in der Bibel ist, Allah, der im Koran ist, ist völlig anderes als dieser Gott, zu dem diese Menschen heute gebetet haben. Welche weiteren Auswirkungen hatte dieses Erlebnis bei Ihnen? Ja, im selben Abend, als ich dort war, ich wusste, dass nicht nur ein Wunder vor mir gestanden ist, sondern ich wusste, dass Gott etwas mit mir machen will. Und dort, ich habe eigentlich vergessen, dass dieser Sohn, der geheilt worden ist, er ging raus und fing zu spielen und so weiter und so fort. Ich kehrte mich zurück in mir selber und ich sagte, was soll das sein? Und ich habe Gott, was willst du von mir? Sie haben dann den Freund des Onkels, glaube ich, angesprochen und haben wirklich... Nee, er ist mit mir geblieben eigentlich im Krankenhaus und führte ein Gespräch mit mir. Er war der erste Christ, der mit mir über Gott oder über Jesus geredet hat. Er fing um 17 Uhr abends mit mir über Jesus Christus zu reden. Und um 4 Uhr morgens haben wir das Gespräch mit einem Gebet beendet.
Und dann in mir stand die Frage, was soll ich machen denn? Mhm. Und dann kam die gute Nachricht von ihm und sagte, Jesus hat noch nie der Weg zu Gott gezeigt, sondern er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Diese Worte haben mich innerlich berührt und haben mir einfach in mir ein Verlangen gebracht, diesen Jesus nachzufolgen und ihn besser kennenzulernen. Aber Ihre Familie musste Konsequenzen ziehen. Ja. Sie haben es gehört, Sie haben sogar die Beerdigung gefeiert. Ja. Sie sind enterbt worden, Sie mussten die Uni verlassen, sind dann auch, haben das Land verlassen, also sind nach Kenia gegangen. So, ich ging nach Kenia und in Kenia, dort habe ich auch eine Familie kennengelernt, eine missionarische Familie, die mich als Kind sozusagen eingenommen haben. Mhm. Und sie sind meine Ersatzfamilie geworden und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Als ich zum Glauben gekommen bin, hat Gott wirklich meine Augen schon damals geöffnet. Mhm. Zu den Menschen, die ich gehasst habe, zu den Menschen, die ihnen nicht auch verfolgt habe. Und vielleicht erzähle ich einfach am Schluss diese Geschichte. Ich war vor ein paar Jahren in Ägypten unterwegs, ja. Und dort habe ich einen sudanesischen Pastor getroffen. Und dieser sudanesische Pastor kam zu mir, hat mit mir geredet und hat mir nach meiner Geschichte erzählt. Und ich habe meine Geschichte erzählt, genauso wie ich jetzt mache. Mhm. Und während ich das gemacht habe, dieser sudanesische Pastor fing zu weinen. Und dann ich habe zu ihm gesagt, was habe ich falsch gemacht? Und dann guckte er mich an und sagte zu mir, weißt du, wer ich bin? Ich habe zu ihm gesagt, keine Ahnung, wer du bist. Und dann guckte er mich wieder und sagte zu mir, ich bin Zacharia. Dieser Klassenkamerad, ich begegnete ihm nach 25 Jahren wieder. Den, den Sie töten wollten? Richtig. Mhm. Den haben Sie nicht erkannt? Nein, nein. Mhm. Weil ich habe auch gedacht, dass er tot war. Okay. Mhm. Und dann in diesem Moment, als er seinen Namen gesagt hat, ich konnte plötzlich seine gebrochenen Arm sehen, seine gebrochenen Beine sehen und seine Augen sehen, mit denen er nicht mehr sehen kann, weil ich ihn verletzt habe. Ist er blind? In einem Auge kann er nicht mehr sehen. Mhm. Und in diesem Moment habe ich erwartet, dass der Zacharia mich schimpft. Ich hätte alles von ihm angenommen. Wenn er durfte alles sagen zu mir. Ich hätte es nicht nur verstanden, sondern ich würde sagen, ja, ich habe das verdient. Ich habe erwartet, dass er gegen mich schimpft oder dass er dass er meine Vergangenheit sozusagen vor Augen bringt. Aber nicht er, sondern er guckt mich an und sagt es mir, Yasser, weil du mich so gehasst hast. Ich habe immer für dich gebetet. Und das hat mich innerlich nicht nur bewegt, sondern ich habe die Größe Gottes entdeckt. Die Größe Gottes? Ja. Entdeckt, in die Worte von Zacharia. Ich habe ihn gehasst, er hat für mich gebetet. Ich habe ihn verfolgt, er hat für mich gebetet. Und dann habe ich verstanden, warum Gott jemanden wie ich suchen will und möchte. Warum? Erklären Sie es uns. Ja, weil er mich unbedingt liebt, Gott. Und weil jemand wie Zacharia, der für mich dort war, obwohl ich das nicht wusste, der für mich gebetet hat. Und von daher nehme ich meinen Glauben an Jesus Christus nie alles selbstverständlich. Ja. Ich bin Christ geworden, nicht weil ich Bibel und Koran verglichen habe, nicht weil ich Islam studiert habe und nicht weil Fehler im Islam gefunden habe, sondern ich bin Christ geworden, weil Jesus Christus mein Herz berührt hat, weil Gott Ja zu mir gesagt hat. Mhm. Ich bin Christ geworden, weil jemand wie Zacharia für mich gebetet hat. Jemand, ich habe ihn gehasst, er hat mich geliebt. Und in die Liebe Zacharia, ich konnte auch ein Glimm oder eine kleine Sache sehen, wie die große Liebe Gottes für uns. Und ehrlich gesagt, wenn ich an die Stelle von Zacharia gewesen wäre, ich würde nie für jemanden beten wie ich. Mhm. 25 Jahre hat Richtig. Er für Sie gebetet. Ja. Sie wohnen jetzt schon seit vielen Jahren in Deutschland, haben eine Frau, deutsche Frau geheiratet, haben Kinder, sind jetzt Leiter des Europäischen Instituts für Migration.
Und Sie haben schon gesagt, dass Sie bis heute die Familie vermissen. Haben Sie jemals gedacht oder die Sehnsucht nach der Heimat Sudan, da mal wieder hinzugehen? Absolut. Mhm. Man sehnt sich immer zurück zu seiner Familie, zu seinen Wurzeln. Aber das ist momentan ist nicht möglich. Ja. Mhm. Und hier will ich einfach erwähnen, das ist nicht nur meine Geschichte, sondern die Geschichte von vielen Konvertiten. Sei das aus dem Iran oder Pakistan oder Sudan oder Nigeria oder Ägypten. Diese Menschen wurden entwurzelt, wenn sie zum Glauben kommen. Und nur Jesus Christus trägt uns und gibt uns die Hoffnung, sagen weiterzuleben. Mhm.